Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und wie wir hier entnehmen können, aus Dokkan Info Shoutout: New Vegito, Vegito Blue, Rosé, Zamasu, Trunks, Android 18 have landed. Heißt, sie sind in den Daten des japanischen Dokkan Battles und dies wiederum heißt, wir haben alle Details zu den neuen Charakteren. Fangen wir direkt mal an und schauen uns erstmal an, wir sind auf Twitter unterwegs, die Super Tags. Wir haben zum einen die Super Tag von Blue Vegito. Macht seine Kamera mehr, hat auf jeden Fall was, nicht schlecht, und er greift zweimal an. Heißt, wir können schon mal, es läuft darauf hinaus, okay, er hat additional Tags, wie der physische. Ich habe mich gerade gewundert, ob sich das Video die ganze Zeit wiederholt, aber er hat wirklich in diesem Video 2 Ultis gemacht, alles klar. Dann die Ulti von Rosé, schaut sie euch an, Leute. Das ist wirklich wie im Anime, mit der Sense, mit den Kagebunchen, mit den Doppelgängern quasi. Oh mein Gott. Wir haben die Super-Tag uns angeschaut, Shoutout an Kowai für die Leaks dazu. Nun, wann geht das Ganze online? Nordex, Shoutout, die Shoutouts müssen raus, Leute, ihr wisst, wie das läuft. Auf jeden Fall kommt das Dokkan Festival von Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeto und Goku Black Super Saiyan Rosé ins japanische Dokkan Battle am 28.12. 6.05 Uhr unserer Zeit. Und, ja Leute, und LR Vegeto, die SSR-Form und die Transcendent Ultra-Form kommt ins japanische Dokkan Battle am 10.01. um 9 Uhr. Was ihr davon haltet, sind wahrscheinlich jeder verschiedene Meinung. Das wollen wir aber hier nicht diskutieren. Das hat dann mal anders seine Zeit. Nur damit ihr die Information raus habt. Auch sie werden, das war eigentlich abzusehen, dass sie ins japanische Dokkan Battle kommen. Jedenfalls kommen sie am 10.01. um 9 Uhr unserer Zeit ins japanische Dokkan Battle. LR Vegito. Aber es kommen auch lauter viele andere Charaktere. Schauen uns erstmal die an. Das ist ein neuer Strength Transcendent Ultra Wear. Trunks, Rage Trunks, das Artwork sieht insane aus. Er wird höchstwahrscheinlich im Banner von Vegeto Blue sein, so wie der jetzige, den wir haben, beziehungsweise der Tech Trunks, der wurde nicht zum Rage Trunks, aber Super Saiyan Trunks, die ist dann quasi eine Bannerkarte, die vom als SSR droppt und zum Transcendent Ultra Wear wird. Schauen wir uns aber erstmal alle Informationen zu ihm an. Sein Leader ist, er gibt Super Types. Aber Supertypes, also Heroes, jeden auf jeden Attribut HP Attack und F 80%. Das ist schon mal ein ordentlicher Boost. Mehr als unsere Global Heroes und Villains Leader. Super Attack macht Supreme Damage und für 6 Runden bekommt er 30% auf seinen Angriff. Das stackt sich. Dann reduziert er Incoming Damage. Also hat eine Damage Reduction von 40%. Ist gar nicht mal so schlecht. Und er bekommt Angriff und auf die Verteidigung bis zu 120%. Darauf basierend, on HP, okay, lower HP is higher boost max, alles klar. Also je weniger HP er hat, bekommt er mehr Angriff, bis zu 120%. Bis zu 120% bekommt Angriff und Verteidigung, je niedriger die HP sind, also. Das ist interessant. Wahrscheinlich, okay, ist ein bisschen schlecht, dass halt je weniger die HP wird, aber quasi, wenn wir das so rüberspiegeln, dann war das die Charakteristik von Rage Trunks im Anime, also ich finde das sehr gut. Links Golden Warrior, Messenger from the Future, Super Saiyan Royal Lineage, Dismal Future, Prepared for Battle, Fierce Battle, lieben Dank an Koala-san von Dokkan Reddit für die Translation. Dann haben wir einen neuen Zamasu, ein Transcendent Ultra in Zamasu. Und zwar ist sein Leader Skill ähnlich wie der von Trunks, nur umgekehrt. Er gibt Extreme Types, HP Attack und Def 80% auf jeden Attribut. Super Attack macht Supreme Damage und erhielt sich um 7%. Er ist auch ein bisschen so ein Gegenteil von Trunks, also er reduziert auch den Schaden 40%, ähnlich wie Trunks. Und er bekommt auf den Angriff und die Verteidigung bis zu 60%, je höher die HP ist. Also hier ist je höher bei Trunks, je niedriger. Aber die 60%, diese 60% machen überhaupt keinen Sinn. Trunks hat bis zu 120%. 120%. Und dieser Dude hat 60? Was ist das? Das ist doch ein Witz. Also 60 ist echt schwach hier. Linkskill Prodigies, Cold Judgment is my future, Godly Power, Power Best auch by God, Fierce Battle und Fear and Fate sind die Linkskills. Nun, oh mein Gott. Nun halten wir alle mal die Luft an und betrachten dieses schöne Artwork. Das, liebe Leute, ist der neue Transcendent Ultra Rare Super Saiyan Rosé Goku Black. Mit der Sense, mit dem teuflischen Lachen, voller Wut, also wirklich, schauen wir uns die Karte an. Strength Transcendent Ultra Rare Goku Black Super Saiyan Rosé Punishment of Angel. Leute,
Wie funktioniert sein Leader-Skill wirklich ganz interessant und sehr gut gelöst, wie ich finde. Wenn ein Team jeden Typus hat, wenn es ein Rainbow-Team ist, dies wiederum heißt, in einem Team muss Minimum ein Strength-Charakter sein, Agility-Charakter, Tech-Charakter, Int-Charakter und Physisch-Charakter, dann bekommt dieses Team, und sie müssen von Extreme-Types sein, Villains, ganz klar, dann bekommt dieses Team, beziehungsweise bekommen dann Extreme-Types Key plus 3, HP, Attack und Death plus 120%. Das ist unser neuer Villains-Leader und ich finde das, warum finde ich das gut gelöst, dass jeder Typus repräsentiert werden muss, denn dann wären 120% schon, ein Boost von 120% schon wirklich sehr, sehr viel. Ihr könnt dann quasi Rosé nehmen und jeden quasi mehrere Physisch-Types zum Beispiel nehmen, solche Physisch-Cooler, Freezer rein damit und. Dann wäre das quasi so, ja, wie ein Extrem-Physisch-Team mehr oder weniger. Und das haben sie hier verhindert mit so einem kleinen Handicap, was ich sehr gut finde, denn es ist ein Rainbow-Team, das sollte es auch sein, Villains. Und wenn das der Fall ist, wenn es ein Rainbow-Villains-Team ist, Extreme-Type-Team, dann bekommen Extreme-Type-Charaktere Key plus 3 auf jeden Attribut 120%. Super-Attack Walls of Chaos. Immense Damage. Und für eine Runde bekommen Extreme-Type-Allies auf den Angriff 30%. Leute, 30% ist immens viel. Seine Passive auf seinen eigenen Angriff bekommt er so fix immer 120%. Also 20% mehr als Agility-Dose, 120%. Er gibt Extreme-Type-Allies, Key plus 3 ist immer noch da, aber zusätzlich 50% auf die Verteidigung. 50% auf die Verteidigung, Boost für jeden Extreme-Type und Key plus 3. Und es geht noch weiter. Er verringert Angriff und Verteidigung von Super-Type-Gegnern, also Heroes, um 20%. Also dieser Dude ist voller Wut in Brand, ja. Voller Wut, will seine Villains pushen, sie supporten. Sein eigener Angriff ist immens hoch. Er hat einen regelrechten Hass gegen Heroes. Er verringert dessen Angriff und Verteidigung. Also dieser Rosé. Dieser Rosé hat einiges auf dem Kasten. Wirklich sehr viel. Links Super Saiyan Big Bad Boss is this my future. Prepared for Battle Fears Battle Nightmare Fear and Faith. Also dieser Rosé ist insane. Der wird einschlagen wie eine Bombe. Aber wir haben auch noch die Heroes Seite. Tech Ass vom Tech Type. Transcendent Archer Vegito Blue Power that even surpasses Gods. Seine Skill ist im Prinzip das Gegenteil von Rosé. Dies funktioniert für Heroes, also muss es ein Rainbow Hero Team sein. Wenn dies der Fall ist, bekommen die Hero Charaktere Key plus 3 auf 4 Attribut 120%. Seine Super Attack ist Final Kamehameha, macht immense Damage und erhöht seinen Angriff und Verteidigung. Dürft ihr nicht vergessen, das ist sehr gut, 50% Boost in der Regel. Passive. Super High Chance to get up 2 Additional Attacks, also eine sehr hohe Chance, dass er 2 weitere Additional Attacks bekommt. Und eine Medium Chance, dass diese, also ja, Medium Chance, dass diese Angriff für eine Super Attack wird. Also ähnlich wie der physische. Aber zusätzlich steigt sein Angriff um 15% jedes Mal, wenn er angreift. Auf ein Maximum 150%. Nicht verwechseln, nicht wenn er angegriffen wird, sondern wenn er angreift. Wenn Vegito Blue angreift, bekommt er 15% und dieser Dude greift schon so zweimal an. Wenn er noch Additional bekommt, greift er weitere. Er kann bis zu 1 bis 4 Mal in einer Runde angreifen. Er bekommt 15%, ein Maximum von 150%. Dieser Dude, das zeige ich euch, wenn er launcht, wenn er kommt ins japanische Dokkan Battle, wird er der hardest Hitter. Denn er bekommt 150% mit solchen Buffs, Raise, Attack und Death. Und also, wahrscheinlich wird es manche triggern, dass er kein Konter hat. Aber Leute, dies ist der erste Vegito Blue, der voll auf Angriff geht, so wie, und ich finde, so war der Vegito Blue gegen Fusion Zamasu. Er ist voll auf Angriff gegangen und ich finde es daher gut. Beispielsweise Super Vegito ist total defensiv. Physisch Super Vegito wurde ein bisschen Angriff basierend. Der Blue Vegito ist so ein Mischmasch. Aber dieser jetzige neue Tag, der geht voll auf Angriff und ich finde das übertrieben gut. Hätte dieser noch zusätzlich Konter, der wäre busted, der wäre insane, der wäre broken. Das Spiel würde regelrecht, das wäre broken, das Spiel. Jeder würde nur noch ihn spielen. So finde ich wirklich sehr, sehr gut. Er geht instant nur auf Angriff und bis zu einem Boost von 150%. Und er bekommt verdammt nochmal 15% Angriff, wenn er selbst angreift. Das ist insane. Links geht Super Saiyan Kamehameha, Warrior Gods over in a Flash, Power Best of by God, Fierce Battle, Fierce Fighter. Und Halleluja, Gott sei Dank hat dieser Dude Warrior Gods. Ja, der physische hat es nämlich nicht, sind 10% auf den Angriff.
Also Leute, so viel dazu zu den News erstmal, zu den neuen Charakteren. Wir können gerne mal, es sind noch weitere Charaktere, ein, zwei weitere, die können wir uns auch kurz anschauen, das anteasern, was da mit denen abgeht. Und zwar, ja, ihr seht es wirklich, Leute, Vegetto Blue LR kommt auch ins japanische Look, aber war, wie gesagt, früher oder später abzusehen. Wir haben noch beispielsweise hier ein SR Zamasu und ein SR Trunks. Die werden höchstwahrscheinlich von den Bannern droppen. Heißt, die Zamasus und Trunks haben eine farmbare SA so gesehen. Farmbar halt. Vorsichtig ausgedrückt, weil es quasi aus dem Banner droppt. Und Nenset wäre vielleicht noch Android 18. Login Boni. Was kann sie? Was macht sie? Sie gibt, also jede Skill, man bekommt sie, wenn man sich einloggt. Noch nicht jetzt, aber die Tage dann. Sie gibt All Types Attack and Death 30%, All Allies Attack and Death plus 20% durch ihre Passive und Key plus 1 und ihr eigener Angriff plus 8% für jedes Mal, wenn sie einen Orb einsammelt. Quasi so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, ähnlich wie LR Gohan. Super Attack macht Supreme Damage, links sind The Innocent, Twin Turrets, Android Assaults, Battlefield Dive, Organic Upgrade und Infinite Energy. Gut, dann würde ich auch mal zur Vollständigkeitshalber, zur kompletten Vervollständigung sagen wir auch, was diese Dudes können. Dieser SR Zamasu, sein Skill ist, er gibt Extreme Types, Key plus 1 HP, der 25%. Er hielt sich um 25% des Damages, das er macht. Super Attack ist Extreme Damage, Lowest Angriff. Link Skills, Prodigies, Cold Judgment, This is My Future, Godly Power, Power Best of by God und Fear and Fate. Und dieser Agility SR Trunks zum Abschluss. Sein Skill ist, er gibt Super Types, Key plus 1 HP, der 25%. Passive, er gibt Super Types Attack plus 25%. Er macht Extreme Damage und für eine Runde erhöht er den Angriff stark, also nur Angriff Boost auf jeden Fall. Golden Warrior, Messenger from the Future, Super Saiyan Royal Lineage, Dismal Future und Prepared for Battle. Also Leute, ich bin wirklich regelrecht immens gehypt. Das ganze Job, wie gesagt, kann ich nochmal gerne sagen. Am 28.12. 6:05 Uhr unserer Zeit. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Diese Karten sind wirklich insane, die Artworks und so. Ich bin übertrieben gehypt und ich habe irgendwie so ein Déjà-vu davon, dass sie zum ersten Mal gedroppt sind. Global, die Versionen Agility und Physisch, da habe ich wirklich monatelang gespart und ich habe irgendwie das Gefühl, Bauchkribbeln, dass ich das jetzt auch machen werde. Einfach instant auf diese zwei Charaktere sparen auf der globalen Seite. Denn wenn die zu Global kommen, das wird früher oder später der Fall sein, dann werden sie anschlagen wie eine Bombe und das wird nochmal alles changen. Also Leute, dann wünsche ich auf jeden Fall, ihr habt schöne Tage. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.